Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Die Gilde 3. Wir sind als Prediger unterwegs. Wir haben jetzt gerade genügend Geld gesammelt, um unsere Hütte bauen zu können, unsere Predigerhütte. Wir brauchen allerdings noch eine Kleinigkeit, um dann auch passend Arbeiter anstellen zu können. Wir können ja schon mal gucken, wo wir das Ding aufbauen. Hier direkt neben unserem Konkurrenten geht es leider nicht. Es wäre auch zu schön gewesen. Da passt's aber neben die Mühle, direkt an den Marktplatz. Ja, hauen wir das Ding doch mal dahin. So, während das aufbaut, verdienen wir hoffentlich genügend Geld, um direkt wenigstens einen anstellen zu können. Die 200 brauchen wir dafür. Unser Charakter ist noch fleißig am Rühmen. Da steht's, aber Geld haben wir noch nicht. Und ich glaube, für diese Nacht kommt auch... Oh, da kommt doch noch ein bisschen rein. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir es noch. Vielleicht, vielleicht. Ne, ich glaube, jetzt haben alle Feierabend. Da kommt kein Geld mehr rein. Schade. Wir haben aber schon einen ziemlich guten Batzen Einfluss. Das ist auf jeden Fall nützlich. Wir könnten uns dann nämlich überlegen, den Handwerkerbaum freizuschalten. Der hat nämlich den Vorteil, dass wir dort ziemlich gut Geld verdienen können. Wobei ich am Überlegen bin, mit der Kräuterhütte wäre das auch möglich. So, damit sind wir im Herbst 1402. Mitternacht und alles in Ordnung. So, da geht's schon weiter. Die Geschwindigkeit lassen wir noch auf 4. Werden wir später bestimmt noch ändern müssen, aber jetzt im Moment würde ich es am liebsten sogar auf 10 stellen, weil der Start halt sehr langatmig ist. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. So. Komm schon, 12 blöde Münzen. Guck mal auf der Straße, ob du die da findest. So, Sozialkompetenz, die können wir jetzt ab Freisasse freischalten. Zumindest hier dieses erste Ding. Dadurch kriegen wir schon mal Ansehensbonus. Und dann können wir durchaus überlegen, schon mal zu werben. Was war das? Ein Stufenaufstieg. Sehr gut. Dann hauen wir den Punkt auch nochmal in Charisma rein. Dadurch haben wir jetzt schon 45% Boost. Hierdurch kriegen wir auch nochmal 10 rein. Und dann sollten wir eigentlich bei den Ladies ziemlich guten Erfolg haben. So, aber ich würde so langsam echt gerne die weiteren Arbeiter anheuern. So, normal müsste jetzt so langsam wieder das erste Geld reinkommen. Die haben nämlich jetzt wieder angefangen zu arbeiten. Da ist es schon. Zack, haben wir den ersten. Dann kann der da auch schon mal predigen gehen. Dann holen wir uns noch den zweiten, soweit das geht. Und dann haben wir direkt das doppelte Einkommen schon. So, noch ein bisschen. Na komm schon. Ein paar Kröten noch. Da haben wir sie. Und zack, wunderbar. So, dann haben wir die auch schon mal voll erstmal. Und dann können wir mal die Zeit kurz ein bisschen runterstellen. Bin beschäftigt. Und schauen mal. Obwohl, ich will den einen Ansehensbonus noch hinkriegen. Ah, dazu brauche ich aber 1500. Ich glaube, das würde ich echt gerne auch abwarten.
damit wir diese 10% auch noch reinkriegen, ja. So, wir gucken hier mal. Wir haben auf jeden Fall schon richtig gut Ansehen bekommen. Das wird jetzt hier auch auf jeden Fall besser werden mit der Zeit. Und dann haben wir noch das dritte Dörfchen. Ja, sehr schön. So, der ist ganz erfolgreich mit dem Predigen. So. Ich bin gerade verhindert. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen das, bis wir die 1500 hinbekommen. Das ist, da ist diese Folge dann auch vorbei. Das wäre ein bisschen langweilig. Also, gucken wir mal ganz kurz, was wir als Möglichkeiten haben. Wir sind momentan noch selber Gemeiner. Das heißt, mit Bürgerinnen oder Jungfrauen wird die ganze Sache ein bisschen schwierig werden. Wir könnten es mit der hier probieren. Das ist eine Gemeine. Wir haben auch 80%ige Möglichkeit. Das heißt, ab dafür. So, was haben wir hier? Der Hofstatus eurer Dynastie bei den Bewohnern von Etlastal in Pressburg ist nun freundschaftlich. Dies beeinflusst die Motivation der Angestellten in euren Betrieben in Etlastal. Sehr schön. Das bedeutet... Gott ist gut, war unser erstes, genau. Wir haben hier jetzt einen Buff, wodurch wodurch unsere Leute motivierter sind. Ich bin ganz Ohr. Ja, motiviert. Das heißt, die arbeiten besser. Hoffe ich. Motiviert durch gutes Ansehen. 5% mehr Produktivität. Und 5% höhere Gehgeschwindigkeit. Gehgeschwindigkeit ist ganz gut, damit die schneller zu ihren Predigungsorten, oder wie man das nennen will, kommen. Ich bin gerade beschäftigt. Ah, der ist schon dran. Mein Gott, eure... Ja. Ich wünsche mir dasselbe für euch, mein Lieber. Sehr schön. Ich bin gerade verhindert. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Perfekt. So, 80%, dass das Kompliment gut läuft. 80% ist gut, das müsste funktionieren. Und kriegen wir die Daniela rum? Ja, sehr schön. So, nochmal runter. Wir gucken direkt weiter. 74%, dass das Süßholzraspeln funktioniert. Kuss auf die Wange, 62. Dann versuchen wir es. Es ist eine große Chance. Und es hat funktioniert. Wunderbar. So, was ist jetzt mit dem Kuss? 72. Probieren wir. Wunderbar, hat auch funktioniert. Noch ein Kompliment. Nee. Wir können das schon probieren. So. Und jetzt kommen wir ab in die Kirche, hoffentlich. Zack, das immer. Mann und diese ehrbare Frau im allerheiligsten Sakrament und mit Gottes Hilfe im heiligen Bund der Ehe zu vereinen. Ah. Nein. Da hat da wohl jemand was dagegen. Wunderbar. Da haben wir das erste schon mal geschafft. Das hat ziemlich gut funktioniert. Zum Teil aber halt auch deswegen. Ups, das war zu viel. Weil, wir eben uns mit Charisma vollgepumpt haben. Das hat halt sehr viel ausgemacht.
Hier bin ich. So, was wir jetzt direkt machen können ist. Ihr wünscht mich zu sprechen? Ja. Nachwuchszeugen. So, damit laufen die erstmal wieder zurück. So, dann lassen wir die das kurz machen. Dass wir da unseren Nachwuchs schon mal haben und unser Erbe gesichert ist. Man weiß ja nie, was da passiert. So, was wir jetzt machen. Ah, ist jetzt eine gute Frage. Ja, wir machen das so. Ich stelle die hier auch ein. Ihm sage ich, ich soll die Arbeit wieder aufnehmen. Und dann sorgen jetzt beide dafür, dass wir nochmal ein bisschen schneller sind und den Einfluss noch was mehren. Weil Einfluss werden wir später unwahrscheinlich viel brauchen. Ich mache mal kurz dieses blöde Blinken weg. So, hier sind wir grün und es steigt weiter. Und in dem Altmannsdorf hatten wir im Altmannsdorf das andere Ding hingebaut. Ja, ja, klingelt nicht so. Nee, im Enzerdorf. Die machen das aber sehr langsam, um den Ruf zu steigern hier. Ich bin ganz Ohr. Ja, die sind da ein bisschen lahm drin. Wobei das natürlich auch dran liegen kann, dass wir die ganze Zeit unser Prahlen da machen. So, wir haben aber bald genug, um... Ein schwerer Schneesturm wütet. Da fängt es mit den Schneestürmen schon an. So, Enzerdorf, Altmannsdorf. So, da sind wir. Gucken wir uns hier kurz mal um. Eine Predigerhütte sehe ich spontan nicht in nähere Reichweite. Das ist gut, dann können wir unsere nämlich jetzt gleich dahin klatschen. Wir brauchen aber, glaube ich, den Freisassentitel dafür zuerst. Ja, brauchen wir erstmal. Gut, das dauert nicht mehr so lange, den können wir jetzt jeden Moment holen. Ich hoffe noch in diesem Jahr. Na komm schon. Oder haben die schon Feierabend? Okay, da kommt nichts mehr, die haben schon Feierabend. Gut, dann müssen wir das im nächsten Jahr machen. Schneesturm ist übrigens richtig nervig, weil dann die Gebäude richtig abbauen. Aber das sieht soweit noch okay aus. Das halten die durchaus ein paar Jahre aus. So, und damit sind wir im Winter 1403. Im Winter werden wir mehrfach diese Schneestürme eventuell erleben. Mitternacht und alles in Ordnung. Ja. So, Einfluss machen wir momentan richtig gut. Ich hoffe nur, dass wir bald auch ein bisschen mehr Geld kriegen. Da, ab Bürger brauchen wir nämlich auch Einfluss. Und das auch immer mehr und mehr und mehr. Was ist im Verhältnis zum Gold was weniger. Aber man verdient es halt auch wesentlich schwieriger oder langatmiger. Wenn man überlegt, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann braucht man da ewig für. Aber ist es zum Glück nicht. Man kann auch Kirchenspenden später machen. Außerdem kriegt man Einfluss für diverse Aktionen, zum Beispiel Angestellte einstellen etc. So, Wissenschaft. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall mit dem Freisassentitel hingehen und die dritte Predigerhütte hinbauen. Gucken, dass wir die alle ein bisschen upgraden danach auch. Und dann auch in Richtung Kräuterhütte höchstwahrscheinlich gehen werden, ja.
Der Bader hingegen, der geht in Richtung Medizin, was auch nicht verkehrt ist. Ich glaube, über kurz oder lang werden wir den ganzen Baum hier freischalten müssen. So, wir kriegen Geld wieder. Sehr schön, die haben wieder angefangen zu arbeiten. Und wir dürfen jetzt die 1500 haben, um den Rang kaufen zu können. Ja, jetzt haben wir wieder Geld verloren. Kommt schon, verdient was. So, steigt wieder und... Zack, haben wir es doch. Ja, wir haben nochmal ein paar Sachen hier bekommen, hauptsächlich nichts Besonderes, aber wir dürfen jetzt noch einen Betrieb besitzen und wir können Gottesdienste im Dorf abhalten, freischalten. Außerdem können wir Leute bekehren. So, damit würde ich jetzt noch kurz ein bisschen warten. 1500 brauchen wir wieder. Und dann können wir das Ding hier aufbauen irgendwo. Und dann haben wir wirklich in allen drei Dörfern schon mal das Ding stehen. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft von denen, dass die hier mehr Rang hinkriegen. Aber das ist wirklich sehr langsam. Also die Hauptarbeit kommt wirklich dadurch, dass die hier die ganze Zeit sich am Profilieren sind. Da haben wir immerhin schon 72. Oh. Und wir haben Zuwachs bekommen. So. Irgendwas Besonderes? Leider nicht. Zehner. Lassen wir den Namen so. Den finde ich absolut in Ordnung. Und dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen laufen. Wir können später auch, ich glaube, das Kind muss 5 dafür sein, das auch quasi in unserem Wohnhaus einstellen. Und dann können auch die Kinder schon Kleinigkeiten machen, weil die verdienen Erfahrung und Einflusspunkte, zum Beispiel durch die Aktion Geh raus spielen. Das kann auf jeden Fall schon mal dafür sorgen, dass das Kind unter Umständen Level 3 oder 4 oder sogar mehr hinkriegt, bis es dann mit 15 richtig arbeiten kann. So. Bin beschäftigt. Ich würde... Obwohl, eigentlich ist das egal. Wir versuchen es direkt nochmal. 75% Chance haben wir. Weil ein Vorteil... Also ich habe jetzt einen Erben, den werde ich später weiterspielen, inklusive Ehemann und so weiter. Aber es ist halt so, dass weitere Kinder durchaus auch angestellt werden können und es sind billige Arbeitskräfte. Also kostenlose Arbeitskräfte sogar. Also lohnt sich. So. Überlegen, ob ich das freischalte schon mal. Das könnte im Gesamten meinen Verdienst erhöhen. So zumindest meine Hoffnung, dass der Gottesdienst einiges mehr bringen kann als jetzt die anderen beiden Sachen, die wir schon haben. So. Damit können die das schon mal machen. Oh, hier ist eine Predigerhütte entstanden, von meinem Konkurrenten wieder. Da müssen wir gucken, dass wir dann unsere auch schnell dahin sammeln. Feierabend. Was ist das? Jetzt weiß ich nicht. Ich, bin. Ah, hat geklappt. Sie ist schwanger. Gut. Das heißt, dass der nächste Nachwuchs ist unterwegs. Die beiden profilieren sich wieder eine Runde. Und für uns heißt es im Moment noch abwarten. Mit dem Geld, das funktioniert inzwischen aber ganz gut. Wenn wir jetzt da die nächste Predigerhütte noch irgendwo hier hinzimmern können, dann denke ich, geht das schon ganz gut los.
aber dafür brauchen wir erstmal wieder 1500. Das wird in diesem Jahr nichts mehr werden, weil die gleich schon wieder Feierabend machen. Aber dann im nächsten können wir auf jeden Fall die dritte und letzte Predigerhütte bauen. Dann haben wir dieses Projekt abgeschlossen. Und dann wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, einfach um Geld zu verdienen, den Bader zu machen oder die Kräuterhütte zu machen. Hat beides seine Vorteile. Worauf habe ich gewartet? Ah, sehr schön. Endlich ist der Alte gestorben und ich habe 10 Goldmünzen als Erbe bekommen. Ha. Darauf wartet man doch gerne. Diese buckelige Verwandtschaft da. Immer diese nervigen Geburtstagsfeiern, wo es da nur Wasser und Brot gibt. Da muss man auch noch so tun, als würde einem das Spaß machen. So. Frühling. 1404. Sieht direkt schon wesentlich freundlicher alles aus. Wobei, ich finde es gut gemacht von denen, dass die kurz bevor das Jahr umschlägt, anfangen die Map zu verändern. Also kurz bevor der Frühling kam, ist der Schnee schon verschwunden. Und genauso ist es im Herbst zum Beispiel auch, dass kurz bevor der Winter kommt, so in der letzten Stunde, fängt an, alles weiß zu werden. Oh, und ein Level up. Oh, die hat schon richtig gut Charisma. Aber das liegt hauptsächlich wirklich nur an dem Nachwuchs. Ich gebe dir noch einen Charisma-Punkt. Einfach, dass die da ein bisschen mehr hierbei produziert, weil ich glaube, das wirkt sich auch drauf aus. Vermute ich. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. So, jetzt dauert es noch ein bisschen, dann fangen die endlich wieder an zu arbeiten. Und dann. Ich bin gerade beschäftigt. Okay. So gegen 9 Uhr wird das Kind kommen. So, die fangen jetzt wieder an zu arbeiten. Sehr schön. Wir haben inzwischen schon 1214. Das ist ziemlich gut. Das habe ich vergessen freizuschalten. Haben wir noch schnell gemacht. So, Wissenschaft. Hier brauche ich nichts freischalten. Ich warte nur auf die 1500. Nehmen wir das blöde Linke nochmal weg. Und dann können wir hier eventuell dort einfach gegenüber von dem unsere Hütte hinbauen. Und dann können wir uns dem nächsten Projekt zuwenden. Ich denke, ich versuche es mit den Baderhütten, dass wir da eine irgendwo hinpflanzen. Kann man ja später wieder abreißen, falls man irgendwo in der Stadt selber was braucht, aber das muss man noch gucken und austesten. Sehr schön. Auch nichts Besonderes von den Stats her. Aber unsere Dynastie ist auf jeden Fall jetzt richtig abgesichert. Wir könnten auch nochmal versuchen. Da sind jetzt allerdings schon nur noch 43%. Probieren tun wir es trotzdem. Die kriegen dadurch einen recht guten Boost. Für Nachwuchs sorgen. Aber das würde ich mal sehen, wenn das auf illegal gestellt wird. Hat's funktioniert? Leider nicht. Dann lassen wir ihn wieder arbeiten.
Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis wir das wieder benutzen können. So, vom Finanziellen her sind wir bald soweit. Und können die letzte Predigerhütte bauen. So, da haben wir es. Die heilige Hütte. Wo hauen wir das Ding hin? Ich glaube, da ist ganz nett. Die ist ruckzuck aufgebaut und hoffentlich habe ich, ja, da haben wir schon den ersten Arbeiter. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Stellen wir schon mal hier die Automatik ein. So, der erste Arbeiter ist da. Jetzt hätte ich gern noch den zweiten. Wunderbar. Da haben wir beide am Arbeiten. Wir gucken noch mal kurz bei dem hier rein. Oh, das ist aber schrecklich. So. Dann müssen wir mal schauen, was wir für Erweiterungen hier machen können. 800 jeweils können wir noch einen dritten Arbeiter überall reinhauen. Vom Finanziellen her müsste sich das sogar lohnen, wenn wir das machen mit jedem. Ansonsten haben wir hier nicht viel, was sich irgendwie lohnt. Lagerfläche, schön und gut, braucht man nicht. Wir können ein bisschen Schutzgedöns reinmachen. So. Dann haben wir den ersten schon mal ausgebaut. Noch einen für 1200. Das können wir später mal machen, wenn wir finanziell nicht mehr so am Hinken sind. Aber das mit der ersten Erweiterung, das müsste sich eigentlich lohnen. Ich meine, auf lange Sicht hin wird sich auch diese zweite Erweiterung lohnen. Weil man dann eben die Betriebe maximal ausgeschöpft hat, weil man ja nicht unzählige Betriebe machen kann, sondern nur ein festes Limit. So, ich hoffe, die kriegen die 800 noch hin, bevor die Feierabend machen. Wird eng. Da haben sie noch ein bisschen was verdient, aber mehr wird da, glaube ich, nicht mehr kommen. Gut, mehr kommt da nicht mehr. Das heißt, wir sind damit erstmal fertig. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal nochmal rein. Ich wünsche noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Schwenkt der Hut, madet Jod. Grüß euch, Jott, ich bin fort.